Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engdahlum, zu einem, ja, man könnte es fast Applets-Test nennen. Könnte fast in die Playlist Spaß mit Apps fallen. Ja, heute testen wir mal den Wahl-O-Mat aus von der Bundeszentrale für politische Bildung, auch BEP. Ja, die Bundestagswahl in Deutschland findet am 24.09.2017 statt. Das seht ihr hier auf dem Bildschirm dort unten im gräulichen Feld. So, ich würde mal sagen, wir klicken direkt mal auf Start. Da lädt er, der Wahl-O-Mat. Willkommen beim Wahl-O-Mat. 32 von 33 Parteien haben die Wahl-O-Mat-These beantwortet. Jetzt sind Sie an der Reihe. Vergleichen Sie Ihre Standpunkte mit den Antworten der Parteien. Der Wahl-O-Mat ist keine Wahlempfehlung, sondern ein Informationsangebot über Wahlen und Politik. Genau das ist es nochmal zusammengefasst. Ja, der Wahl-O-Mat ist sozusagen ein kleines Quiz, das man beantworten kann, und am Ende erhält man dann die Übereinstimmungen mit den etablierten Parteien oder als den nicht etablierten Parteien, als den wählbaren Parteien für die Bundestagswahl 2017. Und ja, das gibt es halt bei allen Wahlen. Dieser Wahlomat hat sich schon bewährt seit einigen Jahren und den habe ich auch immer gerne gespielt. Ich lasse mich davon immer ein bisschen beraten, was die Parteien so denken und was ich so denke, und damit kann man das gut vergleichen. So, ich klicke mal hier auf Start, dann sieht man auch schon, wie das läuft, wie das Ganze hier funktioniert. Und da haben wir hier, ja, es ist 11:50 Uhr, 11:30 Uhr kam das online der Wahl-O-Mat. Mal sehen, ob ich es bis 14 Uhr schaffe. Ja, könnte knapp werden. Hat sich auch noch ein bisschen verzögert in technischen Problemen und so weiter. Aber los geht's. Hier hat man Frage Nummer 1. Bundeswehr im Inneren. Bei deren Terrorismusbekämpfung sollten die Bundeswehr im Inland eingesetzt werden dürfen. Das sind natürlich alles jetzt so Fragen. Da benötigt es ein bisschen politisches Wissen. Also so ein Minimum an politischem Wissen braucht man da schon. Habe ich jetzt die These übersprungen? Ja, gut. So viel dazu. Dann beantworte ich halt Frage Nummer 2. Besteuerung von PKW-Diesel. Dieselkraftstoff für PKW soll höher besteuert werden. Das sind jetzt natürlich alles solche Fragen. Dieselkraft, ja, das geht um die PKW-Sachen hier. Dieselskandal und so weiter. Hat damit was zu tun, dass mehr umweltfreundliche Elektroautos und so weiter. Bin dem relativ neutral gegenüber, muss ich sagen. Geht mich relativ nichts an, weil ich kein Auto fahre. Ich habe keinen Führerschein und ja, laufe zu Fuß oder Fahrrad oder öffentliche Verkehrsmittel. Daher für mich relativ egal. Obergrenze für Asylsuchende. Für die Aufnahme von neuen Asylsuchenden soll eine jährliche Obergrenze gelten. Stimme nicht zu. Ne? Wieso? Wieso sollte es eine Obergrenze geben? Ich finde, Asylsuchende sollten aufgenommen werden. Wir können nicht genug Asylsuchende aufnehmen. Es gibt kein zu viel. Ich schneide euch das dann hier so zusammen, dass ihr hier dann nicht wirklich alle 38 Fragen sehen müsst. Das ist dann ein bisschen zu langweilig, sondern dass ihr dann nur die interessantesten Fragen habt. Also schneide ich euch das Beste rein. Also keine Angst, ihr müsst euch hier nicht 38 Fragen anhören von meinem Gelaber. BAföG soll generell unabhängig vom Einkommen der Eltern gezahlt werden. Das ist was, was mich direkt betrifft jetzt hier. Das ist was, was Studenten und Azubis und sowas betrifft. Das ist ja jetzt relativ aktuell für mich, da ich jetzt demnächst arbeiten gehe. Also ich mache ein freiwilliges Jahr jetzt ab September, und da ist jetzt demnächst, nächstes Jahr, die nächsten Jahre BAföG. Ist nicht ganz uninteressant, das zu kennen. Ja klar, soll das unabhängig
vom Einkommen der Eltern gezahlt werden. Ist ja ungerecht, wenn das abhängig ist von den Eltern, wenn dein Leben irgendwie davon abhängt, wie deine Eltern sind. Das ist ja völlig schwachsinnig. Was soll denn das? Generelles Tempolimit auf den Autobahnen. Naja, wieso denn? Ich will hier meine 380 km/h hier mit meinem Sportflitzer über die Autobahn fahren. Das ist ja Autobahnlimit hier. Kann ich mit meinem Ferrari gar nicht mehr durch die Gegend düsen. Falschinformationen im Internet. Hochinteressant. Betreiber von Internetseiten sollen gesetzlich dazu verpflichtet sein, Falschinformationen, Fake News zu löschen und auf die sie hingewiesen wurden. Auf die sie hingewiesen wurden. Okay. Ja, klar, ganz klare Sache. Fake News ist einfach Kacke. Braucht man nicht im Internet. Generell nicht. Geld für Deutsche. Kindergeld soll nur an deutsche Familien ausgezahlt werden. Wieso nur Deutsche? Sind wir hier im Jahre 1933, dass hier in Deutschland nur Deutsche. Kannst doch auch als Ausländer in Deutschland leben und trotzdem das Recht haben, hier zu leben. Müsste dann auch recht gut behandelt werden wie die anderen. Sachgrundlose Befristung. Arbeitsverträge sollten weiterhin ohne Angabe von Gründen befristet sein dürfen. Nö. Der Völkermord an den europäischen Juden soll weiterhin zentraler Bestandteil der deutschen Erinnerungskultur sein. Ja, muss dran erinnert werden. Wenn wir das vergessen, dann, ja, weiß ich nicht, das wäre tragisch. Ausbau von Staatsschulden, Haushaltsüberschüsse sollen überwiegend zum Abbau von Staatsschulden verwendet werden. Doppelte Staatsbürgerschaft. In Deutschland geborene und aufgewachsene Kinder ausländischer Eltern. Oh, ich höre da was. Ich fühle mich angesprochen. Sollten weiterhin neben der Deutschen ihre zweite Staatsgehörigkeit behalten dürfen. Stimme ich voll zu. Ich habe nur die eine. Ich habe nur die deutsche Staatsbürgerschaft. Die andere musste ich ablehnen. Das ist schade. Stimme ich zu. Vorgezogener Renteneintritt. Bereits nach 40 Arbeitsbeitragsjahren soll der Renteneintritt abschlagsfrei möglich sein. Frühe Rente? Stimme ich zu. Besser als später. Nationale Währung. Deutschland soll zu einer nationalen Währung zurückkehren. Da ist mir was rausgerutscht. Wieso? Wieso? Was ist mit dem Euro falsch, dass er nicht benutzt werden kann? Vermögenssteuer. Hoher Vermögen sollen besteuert werden. Ja, ich denke es mal so, die, die viel haben, sollen auch mal was abgeben dürfen an die Regierung, an den Staat und nicht die Armen. Und Projekte gegen Rechtsextremismus fördern. Der Bund soll weiterhin Projekte gegen Rechtsextremismus fördern. Stimme ich ganz klar zu. Bitte nicht damit aufhören. Verbot von Rüstungsexporten. Rüstungsexporte aus Deutschland sollen ausnahmslos verboten werden. Stimme ich zu. Halte ich für eine miese Kriegstreiberei. Kontrollierter Verkauf von Cannabis soll generell erlaubt sein. Ihr könnt mich für diese Antwort jetzt hauen, treten und hassen und ja, totschlagen, aber ich stimme nicht zu. Wenn ihr wollt, dass ich mal dieses Thema in einem extra Video irgendwo behandle, drückt mich nach oben. Ja, eine Casual Games oder Animal Crossing New Leaf würde sich dafür anbieten, wenn ich das einfach mal in einem Animal Crossing Part mal irgendwie mal als Themenvideo ansprechen soll, als extra Thema. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr das haben wollt. Es würde sich anbieten, also jetzt für so ein Wahl-O-Mat-Video wäre das zu lang, wenn ich das hier jetzt auch schmücken würde. Aber jetzt geht's erstmal hier dran weiter.
Leistungskürzungen für Flüchtlinge. Anerkannte Flüchtlinge, die sich Integrationsmaßnahmen verweigern, sollen die Leistungen gekürzt werden können. Absolut nicht. Was denn? Flüchtlinge sind eh schon am Limit lebende Leute. Also die leben eh schon am Rande des Möglichen. Denen soll nicht auch noch was gekürzt werden. Also, meine Fresse. Gottesbezug im Grundgesetz. Der Gottesbezug im Grundgesetz soll bestehen bleiben. Ja, wieso nicht? Wieso sollte er nicht bestehen bleiben? Also, wenn es um die Debatte ginge, ob er reingeschrieben werden sollte, das wäre eine andere Sache. Da könnte man drüber diskutieren, aber man muss ihn nicht rausschreiben. Wenn er schon mal drin steht, ist doch gut. Bedingungsloses Grundeinkommen. In Deutschland soll es ein bedingungsloses Grundeinkommen geben. Absolutens. Die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten der Europäischen Union soll verstärkt werden. Absolutens. Das war, glaube ich, schon die letzte Frage. Jo! Hier seht ihr nochmal, was ich zugestimmt habe. Ja, die erste habe ich leider überblättert. Hier kann man sich nochmal alles angucken, was ich abgelehnt und was ich zugestimmt habe. Und dann kann man hier mal sagen, zum Beispiel, hier ein Sternchen dran machen. Geht noch nicht, okay. Kann man zum Beispiel sagen, das ist mir ganz wichtig, das will ich als Sternchen haben. Oder das ist mir ganz wichtig, da will ich ein Sternchen hinter. Scheinbar geht es gerade noch nicht, aber. Ah, vielleicht kann man das so offen lassen. Okay, Freibetrag. Dann kann man hier so Verschiedenes anklicken, was einem so wichtig ist. Zum Beispiel das hier. So, und dann hat man hier schon die Parteienwahl-Omat. Das ist hier das Interessante. Welche Parteien möchten Sie auswählen? Sie können Ihre Positionen mit bis zu 8 Parteien vergleichen. Bitte wählen Sie mindestens eine der Parteien aus. Auswählen, nicht wählen. Grüne, SPD, Linke, das sind so die Hauptparteien, die größten. Ja, und dann haben wir hier schon das Ergebnis des Wahl-O-Mats. Ihr Wahl-O-Mat-Ergebnis. Hohe Übereinstimmung Ihrer Antworten mit mehreren Parteien bedeutet nicht zwangsläufig eine inhaltliche Nähe dieser. Bedeutet nicht zwangsläufig eine inhaltliche Nähe dieser Parteien zueinander. Ja, nein, vielleicht. Was sagen die eigentlichen Parteien dazu? Was sagen eigentlich die Parteien dazu? Hier habe ich 71,3% die Grüne. Danach mit 70% die Linke. Das ist knapp. SPD mit 67,5% die Partei. Ja, die ist nice. Die Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Eliteförderung und basisdemokratische Initiative für die Abschaffung der Schwerkraft. Nice. Kann man auch wählen. CDU, die FDP, oh, die NPD und die AfD zum Glück ganz weit unten. Da bin ich ja froh. Ja, und dann gibt es hier nochmal die ganzen Begründungen der Parteien, kann man sich alle durchlesen hier, zu den einzelnen Antworten von 1 bis These 38. Dann würde ich mal sagen, Däumchen nach oben soll es euch gefallen haben, irgendwie. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meiner Kanalseite seid und ja kein weiteres Video mehr mit dem Zwergenfest verpassen wollt. Ja, ansonsten habt noch einen angenehmen fröstlichen Tag. Gehabt euch wohl. Hier nochmal der Wahl-O-Mat einmal. Ja, die Bundestagswahl 2017 findet am 24.09. statt. Ja, könnt ihr euch gerne runterladen, diese Wahl-O-Mat-App. So viel dazu. Finde ich ganz interessant, diese App. Ich habe die gerne benutzt. Hat sich seit Jahren bei mir auch bewährt. Ich finde es ganz gut. Ja, ansonsten könnt ihr euch ja auch mal reinziehen und die Fragen selbst beantworten und mal gucken, welche Partei zu euch passt. Vielleicht hilft es ja bei der Wahlentscheidung, vielleicht zumindest eine Idee zu kriegen. Ja, wie auch immer. Adios und haut drinne.